Hallo lieber Stier, herzlich willkommen bei Imbalz Hero. Gerne möchte ich heute eine Ich- und Du-Legung für dich machen. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay, happy, happy birthday, Stier. Alles Gute zum Geburtstag. Die Fortsetzung der Monatslegung, nicht diese Legung, Monatslegung. Monatslegung für Mai 2024, da ist die Fortsetzung kostenlos für dich. Im Warenkorb wird alles abgezogen. Ja, geh auf meinen YouTube-Kanal. Dein Video, deine Monatslegung für Mai kam als erstes raus. Ist die Frau mit der Brille da, mit der Schwimmbrille, Brille, wo sich der Himmel spiegelt. Jawohl, bis das erste Video, geh da drauf, schau mal, was im Mai auf dich zukommen wird und geh dann zur Fortsetzung über, die wird im Warenkorb auf Null gesetzt. Ja, die ist kostenlos für dich als Geschenk zum Geburtstag. Okay, also schau mal, alles Gute, genießt euren Tag. Weiterhin viel Gesundheit, Liebe, Erfolg, Erfüllung wünsche ich euch allen. Schauen wir mal. Ich und du für Stier, bitte. Ich habe auch im Mai Geburtstag. Ja, ich bin auch Stier. Sie, vom Wording her ein bisschen komisch. Warum Geburtstag? Also falls es zum Geburtstag geht, habe ich jeden Tag Geburtstag. Oder? Ich feiere jeden Tag Geburtstag. Ja, ist nicht so relevant. Schauen wir mal. Was haben wir hier? Hier bei dir habe ich auf Kopfebene 4 der Kelche und der Herrscher. Hier bei deinem Gegenüber habe ich hier auf Kopfebene die Sonne und hier auf Herzensebene habe ich die 10 der Schwerterkarte. Okay, es wird brenzlig. Stier, du fragst dich wirklich, ob du hier eine richtige Entscheidung triffst oder nicht. Ja. Du fragst dich hier wirklich, ich sehe hier sehr viel Autokontrolle hier, ja, so mit dem Herrscher hier, so dass du dich immer wieder versuchst zu zentrieren, um hier dir sicher zu sein, ob du die richtige Entscheidung triffst oder nicht. Du möchtest hier auf gar keinen Fall aus falschen Gründen heraus dich mit irgendjemandem zusammentun. Okay, ich habe hier 10 der Schwerter und die Sonnenkarte hier. Ich habe den Eindruck, dass hier dein Gegenüber durch eine Zeit der Zweifel gegangen ist. So kann es nicht gehen, so wird es nicht klappen, so wird es schief gehen, so geht's bachab, so geht's bergab, so oder allerlei verschiedene Szenarien hat dieses Gegenüber hier durchgespielt und ist jetzt am Ende dieser Szenarien. Ist hier über die Mauer gekommen. Ich habe den Eindruck, dass diese schlechten Szenarien, wo es darum geht, wie alles schief gehen kann zwischen euch beiden, nichts mit dir persönlich zu tun hat. Nein, ich glaube einfach, dass dieser Mensch in seinem, ihrem Leben in einer Phase war, in einem Modus war, wo alles schief ging. Und ich meine, sorry, aber ich meine, irgendwo muss man ja auch realistisch sein. Ja, weil das ist die Energie, in dem sich das Gegenüber hier befand. Also ging dieser Mensch davon aus, dass auch das mit dir schief gehen kann. Aber hier ist eine Besserung in seinem, ihrem Leben momentan mit der Sonnenkarte hier. Dieser Mensch ist hier über eine große Schwierigkeit gekommen, über eine hohe Hürde gekommen und ist jetzt sozusagen frei für dich und dadurch auch frei mit den schlechten Szenarien im Kopf. Die Sonnenkarte hier. Ich habe den Eindruck, dass dieser Mensch hier in letzter Zeit sein ihr Umfeld sehr beeindruckt hat. Das kann vor allem am Arbeitsplatz sein, dass da dieser Mensch, der Star war sozusagen, sehr im Mittelpunkt gestanden ist mit einem Erfolg hier, okay. Kann auch das gewesen sein, dass diesem Menschen jetzt diesen Boost gibt, ja, wo also so wie nennt man das? So diese Markiersteine da, die wir haben, oder? Hier ist die Grenze, ab hier fängt Deutschland an oder ab hier fängt Baden-Württemberg an. Also diese Steine, diese Markiersteine, jawohl, da habe ich jetzt diesen Erfolg, ab jetzt geht es endlich aufwärts. Weil da war wirklich eine harte Zeit, Verlust, so. Und jetzt ist hier endlich ein Meilenstein,
Heißt? Nee, die heißt nicht Meilenstein. Das sind so diese Grenzsteine. Sowas sehe ich vor meinem geistigen Auge. Und da kommt jetzt dieser Mensch endlich drüber. Okay. Jene gegenüber, die ein Visum beantragt haben, irgendwo, läuft gut, okay. Bekommst dein Visum. Ja. Liebes Gegenüber, sorry, stehe. Liebes Gegenüber, jetzt ist die perfekte Zeit, um dich für eine Green Card anzumelden. Für die Verlosung einer Green Card anzumelden. Ja. Falls du überhaupt interessiert bist, gell. Also da drüben ist jetzt auch nicht mehr alles so schön, wie es mal war. Gut. Egal. Fünfte Kelche hier. Was trennt euch beide, dass ihr beide hier... Gut, das ist jetzt einfach die momentane Energie. Ihr habt beide Angst davor, dass es schief gehen wird. Ja. Das ist hier... Ist das im Umbruch? Du hast hier ziemlich Angst davor, dass du hier etwas Falsches tun wirst, etwas Falsches entscheiden wirst und am Ende wieder ein Verlust da sein wird. Dieser Mensch ist hier gerade im Umbruch. Ist gerade kurz davor, diesen Durchbruch zu haben, wo er sie hier viel optimistischer an diese Sache gehen wird. Okay? Du hast hier ziemlich Angst, dass das schief geht. Was die verbindende Energie hier, Königin der Münzen. Ich liebe die Königin der Münzen als verbindende Energie. Weißt du wieso? Königinnen, Könige der Schwerter, der Stäbe, der Kelche, oder man kann einander lieben, wie auch immer, man kann reden, wie auch immer, man kann, oder auch Sex wird irgendwann nicht mehr so wichtig. Wichtig ist der Alltag. Mit wem ist es, oder mit wem ist das Zusammenleben angenehm? Das ist die Frage bei Königin der Münzen. Und ihr zwei, ihr steht um die gleiche Zeit auf. Ihr legt, oder für euch hat die Qualität der Matratze die gleiche Priorität. Entweder gar nicht oder sehr wichtig für beide. Sehr wahrscheinlich sehr wichtig mit Königin der Münzen. Ihr ernährt euch auf die gleiche Art und Weise und um die gleichen Uhrzeiten. Falls du abends nichts isst, Stier, bitte sehr, dieser Mensch isst abends auch nichts. Also die Lebensabläufe, die Alltagsabläufe sind hier ziemlich gleich, wodurch ihr hier einander nicht wirklich nerven werdet und euch wenig anpassen müsst im Alltag. Ja? Ist schwieriger. Königin der Münzen anpassen ist schwieriger. Auf eine schlechte Matratze umstellen ist schwieriger, als wie wenn da zum Beispiel mit Königin der Stäbe die Frage wäre, ja, magst du auch diese Stellung? Das ist einfacher. Eine neue Stellung ausprobieren ist einfacher, aber umändern, ja, neuerdings anders essen, neuerdings um eine andere Uhrzeit essen, das ist schwieriger. Okay. Wie, oder Königin der Kirche, wie zeigst du mir meine Liebe, deine Liebe? Oder wenn da ein Wunsch kommt, kann man das anpassen? Man kann, wie gewünscht, da noch zusätzlich Blumen kaufen. Das ist einfacher, aber Alltag anpassen, das ist schwieriger. Aber da passt ihr zwei sehr gut zusammen. Okay? Außerdem habe ich hier mit Königin der Münzen auch den Hinweis darauf, dass ihr beide nur Langfristiges wollt. Das ist auch wichtig. Also, nee, niemand sucht irgendwelche One-Night-Stand-Geschichten hier. Beide sind ernsthaft interessiert. Okay. Ich werde hier mit diesen Karten, Stier, schauen, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst, was das Gegenüber vor dir versteckt. Und für jene, die hier keinen Kontakt haben, werde ich diese Zeitkarten hier fragen, wann hier der nächste Kontakt stattfinden wird. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye, bye.